Bei drittem Kind hat Herzogin Katte echt Panik vor der Geburt? Obwohl Herzogin Katte, 36, schon ihr drittes Kind erwartet, Routine scheint bei der jungen Mutter noch nicht eingekehrt zu sein. Im April soll das Geschwisterchen von Prinz George, 4, und Prinzessin Carlotte, 2, zur Welt kommen. Bei Katte sollen die Nerven mittlerweile schon blank liegen, sie habe panische Angst vor der Geburt. Schon in ihren ersten beiden Schwangerschaften musste die 36-jährige Höllenqualen leiden. Allerdings nicht unbedingt nur bei der Geburt, sondern im Vorfeld. Katte litt an Hyperemesis gravidarum, einer extremen Form der Morgenübelkeit. Auch in den ersten Monaten mit Baby Nummer 3 soll die an dem Symptom gelitten haben. Nun habe sie aber vor etwas ganz anderem Angst, den Geburtsschmerzen. Prinz William, 35, habe seiner Frau jetzt aber die Methode des sogenannten Hypnobirthings vorgeschlagen, wie die OK berichtet. Durch tiefes und besonders bewusstes Atmen könnten dabei Endorphine freigesetzt und die Muskeln entspannt werden. Damit könne die Mutter die Kontrolle übernehmen und sich gleichzeitig selbst vom Schmerz ablenken. Um noch mehr zu relaxen, möchte Katte angeblich auch bei sich zu Hause entbinden. Hättet ihr gedacht, dass Katte solche Panik vor den Wehenschmerzen hat? Stimmt ab. Hättet ihr gedacht, dass Katte solche Panik vor den Wehenschmerzen hat? Nein, da bin ich überrascht. Klar. Welche Schwangere hat das nicht?